Hallo Leute und willkommen beim Sparmerk. Es ist mal wieder Zeit für unseren Sparmerk-Talk und heute sollten wir auch wieder scharf sein. An der Stelle ein ganz fettes Sorry, dass die letzten Aufnahmen, ja, wir haben es ja gesagt, etwas unscharf waren, zumindest von der einen Kamera. Wir hatten einfach technische Probleme und da wir das Ganze immer vorproduzieren, haben wir es leider erst zu spät gemerkt. Also dafür nochmal ein fettes Sorry, das sollte in Zukunft nicht mehr vorkommen, war uns auch etwas. Wobei die letzten beiden Videos sehr scharf waren, fand ich. War noch eine schöne Qualität. Ich fand die letzten beiden Videos ausgezeichnet gemacht, wenn ich das mal so sagen Deshalb habt ihr die letzten zwei Wochen auch nur das Technik-Faultier gesehen, weil wir mussten da ein bisschen improvisieren, nehmen jetzt ein paar Sachen auch nochmal neu auf, dass wir dann auch definitiv scharf sind. Darum soll es aber jetzt gar nicht gehen. Heute haben wir ein paar interessante Themen, obwohl man immer so sagt, ja, Juli, August, Sommerloch, aber es ist eigentlich doch einiges los und ich würde sagen, wir fangen gleich mal mit dem Interessantesten an. Das steht uns auch in den nächsten Tagen eigentlich schon bevor. Ich freue mich extrem auf das Samsung Galaxy Note 7. Soll ich ein bisschen was dazu erzählen oder willst du? Ich freue mich weniger aufs S7. Ich sage dir auch gleich wieso. Aufs Note 7. Wir sind ja. Dachte ich schon, du wolltest in so ein Wortspiel. So nein, 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 nein. Nee, ich fange einfach mal an und erzähle, was man so weiß. Das sind nämlich schon einiges. Also ihr habt richtig gehört, es wird tatsächlich Note 7 heißen und nicht Note 6. Es wäre ja eigentlich das Note 6 dran, weil letztes Jahr hatten wir das Note 5. Aber das Problem ist, also was heißt Problem, Samsung will das Ganze jetzt anscheinend angleichen. Also wir haben ein S7 und wir haben ein Note 7 und sie zählen quasi das Note Edge, was wir schon mal hatten, mit. Sagen deshalb ist es das siebte Note, aber wie du schon sagst, ist es etwas inkonsequent, weil dann hätte das letztes Jahr auch schon das Note 6 sein sollen. Ja, aber es wird wohl ziemlich sicher Note 7 heißen. Man hat auch schon die Verpackung gesehen. Halte ich für ziemlich realistisch. Es kommt dann am 2.8. wird es vorgestellt. Also klar, es ist noch nicht offiziell, aber alles deutet darauf hin. Die Teaser und so weiter. In New York wird es vorgestellt und ich glaube, es gibt auch noch ein Event in London, aber... Wir sind nicht eingeladen. Leider, wir sind nicht wichtig genug dafür. Es soll diesmal, und das ist, glaube ich, ganz wichtig zu wissen, es soll dieses Mal auch nach Europa kommen. Hatten wir ja letztes Jahr nicht. Letztes Jahr hatten wir das S6 Edge Plus, kein Note 5. Dass du diesen Namen immer noch drauf hast und so flüssig aussprechen kannst. Das ja, das ist monatelange Übung, ey. Also ich hatte am Anfang auch Probleme. Also da läuft doch Note 7 schon deutlich flüssiger. Also Fakt ist, es gilt als ziemlich sicher, dass es dieses Jahr kommt. Aber... Und das ist jetzt der Clou an der ganzen Sache und deshalb hat das Faultier eben schon auch gesagt, ja, ich freue mich nicht so wirklich drauf. Es wird keine flache Version geben, es wird keine normale Version mit flachem Display geben, sondern es wird nur ein Note 7 geben, also so sind zumindest die Gerüchte, mit einem Edge-Display. Also es wird kein Note Edge mehr geben, sondern das Samsung Galaxy Note 7 hat ein 5,7 bis 5,9 Zoll großes Super AMOLED-Display. Auflösung bleibt bei 2560 x 1440. Ich glaube, das gilt als ziemlich sicher, weil 4K werden wir noch nicht sehen. Aber es wird eben curved sein. Was hältst du davon, Technik-Faultier? Es ist curved, damit sagst du alles. Also ich glaube, viele Leute, gerade von den alten Note-Fans, ich bin selber ein riesiger, ich war noch Note 3-Fan. Ja, aber das 3 ist bei mir halt immer noch so ein richtig tolles Gerät, habe ich immer noch im Hinterkopf. Ich glaube, viele werden dem nachtrauern, dass es keine normale Version gibt, dass sie nicht sagen Note 7 und Note 7 Edge. Aber vielleicht kommt es ja doch noch, wird es noch was vorgestellt. Ich gebe die Hoffnung nicht auf. Ich würde mich drüber freuen. Andererseits muss man natürlich auch sagen, also ich bin der Meinung, dass das genau der richtige Schritt von Samsung war und ich sage dir jetzt auch wieso, weil wenn du dir mal die Verkaufszahlen anschaust, letztes Jahr schon, wo eigentlich nur Werbung für das S6 gemacht wurde, hat sich das Edge besser verkauft als das S6 und dieses Jahr, was ich letztens so gehört habe, ist es ziemlich deutlich, also das S7 Edge hat sich deutlich, deutlich besser verkauft. Weil es meiner Meinung nach auch einfach das bessere Gerät ist. Und also ich finde die Idee, dass man wieder nur auf eins setzt, besser als dass man wieder zwei Stück macht. Aber gut, das ist meine persönliche Meinung. Ich glaube aber auch, dass es sicher den einen oder anderen gibt, der das gerne anders gehabt hätte. Und vielleicht ist es bei den Verkaufszahlen früher immer noch so gewesen, dass die Leute, die halt ein großes Gerät wollten, naja, dann halt zum Plus gegriffen haben und nicht zum Edge wegen des Displays. Und deswegen nicht zum normalen S6. Ja, das war ja, aber es war ja so schade und wahrscheinlich waren die auch alle angesickt, weil das normale Note nicht bei uns zu uns gekommen ist. Aber dieses Jahr, es kommt zu uns. Und zwar mit einem Mega-Killer-Feature. Ja. Iris. Achso, nee, gar nicht mal. Also zu den Farben kommen wir gleich noch, aber es soll einen Iris-Scanner haben, also quasi eure Augen scannen. Ähnlich wie das Lumia 900, was war's? Lumia 950 und 950 ja. XL. Also Microsoft hat das hier, ja genau, hat das mit dem Hello-Update schon gebracht.
muss ich sagen, damals bei den Lumias hat das bei mir nicht so richtig funktioniert. Also wenn es mal dunkel war, wenn es zu hell war, oft, es hat einfach viel zu lange gedauert im Vergleich zu einem Fingerabdrucksensor. Es gab ein geleaktes Video in den letzten Tagen, da wurde das demonstriert mit dem Note 7. Das funktionierte deutlich besser und schneller gefühlt als bei Microsoft, aber muss ich ganz ehrlich sagen, im Vergleich zu einem Fingerabdrucksensor für mich immer noch zu langsam. Was meinst du? Ich habe auch das Video gesehen und ich denke mir, ich kenne diese ganzen Testvideos von Microsoft Hello, weil ein einfaches Bild würde, reicht ja nicht aus, sonst könnte ja einer kommen mit einem Foto einfach davor halten. Du brauchst ja noch die Kamera für die Tiefenmessung. Ich bin sehr skeptisch. Also ja, ich kann es mir cool vorstellen, wenn es denn vernünftig läuft, aber ich glaube, wir sind da wieder in der ersten Generation, wie damals bei den ersten Fingerabdruckscannern. Ja. Die waren ja auch fehleranfällig, das hat gedauert. Jetzt heute, wenn man sich die anguckt, ne, egal wo man hinguckt, die Fingerabdruckscanner laufen ja in der Regel echt schnell und unter vielen Bedingungen besser, auch unter nassen Bedingungen. Mal gucken, vielleicht was sich durchsetzt. Ich kann es mir mal gut vorstellen. Ich freue mich jetzt einfach mal auf eine neue Spielerei, die kommen wird. Aber das haben wir bei Samsung ja sehr oft, dass da was Cooles vorgestellt wird, neues Feature. Dann wieder weg. Oder die Leute nutzen es am Anfang in den ersten zwei Wochen, wenn man das so ein neues Samsung-Gerät hat. Man zeigt es, ne, was, Samsung ist ja da wirklich der Feature-King. Ja. Und jetzt bringen sie sowas und ich bin offen, das will ich damit sagen. Aber ich bin skeptisch offen. Geht mir ganz genauso. Also ich bin auch gespannt, aber ich glaube, der Fingerabdrucksensor ist auf kurze Zeit zumindest immer noch die bessere Wahl, aber lassen wir uns mal überraschen. Zumindest kommt mal was Neues. Was nicht neu ist, ist der S Pen, der zeichnet die Note-Reihe ja quasi aus. Der ist auch dieses Jahr wieder dabei, soll aber genauso aussehen und sich anfühlen wie beim Note 5. Ich weiß nicht, hattest du das Note 5 überhaupt irgendwann mal in der Hand? Ja. Auf der IFA. Ja, die IFA-Version. Genau, aber dann, das war vermutlich dann in Ketten, oder? Also gesichert kann das mit sein? Mit diesem Plastik. Genau, also ich hatte es ja mal bei der Vorstellung damals ein paar Minuten ganz ungesichert und ich hatte ja auch die Vorgänge genutzt und ich finde den neuen S Pen um Welten besser, also ich fand den um Welten besser, der konnte ja dann auch komplett über so einen Klickmechanismus im Gehäuse integriert werden. Ich mag den sehr, sehr gerne. Habe ich kein Problem damit, dass der quasi da nochmal recycelt wird. Ich finde es schade, dass man ihn nicht laden kann. Ja, gut. Also wie den Apple Pads. Oh, das ist die perfekte Überleitung. Wir haben nämlich jetzt einen USB Type-C-Anschluss. Eine Sache, die beim Galaxy S7 und S7 Edge ziemlich häufig kritisiert wurde, war, dass es noch kein USB Type-C hat. Dann werden sie bestimmt eine neue VR-Version, Oculus VR-Version vorstellen, genau, wo da mit USB-C-Anschluss ist. Ja. Aber schön, dass sie den Sprung machen jetzt. Also dann kann man ja für nächstes Jahr bei den S8 schon mal davon ausgehen, USB Type-C wird dann bei Samsung dann kommen. Genau, also soll quasi auch noch kommen. Viele haben danach verlangt und jetzt kommt es dann eben endlich. Ist halt einfach so. Ich glaube, inzwischen ist es auch so, wer jetzt nicht mehr auf USB Type-C setzt, so langsam wird es, ne? Ich habe mich auch lange dagegen gewehrt, weil mich das genervt hat mit den ganzen Kabeln am Anfang. Aber jetzt, wo es wirklich fast alle machen, man hat ein paar Kabel zu Hause, dann geht es auf jeden Fall. Was bleiben soll, ist das Ding mit den verschiedenen Prozessoren. Also die USA soll, oder Nordamerika soll quasi wieder einen Snapdragon-Prozessor bekommen. Vermutlich den 820er, denke ich mal. Und wir einen Exynos. Ich weiß gar nicht, welchen. Ich habe schon gelesen, dass es auch einfach wieder den 8890 bekommen soll. Vielleicht bauen die, aber ich glaube, die takten den einfach ein bisschen höher und das war's dann. Kann ich sehr gut mitleben. Ich war am Anfang, habe ich mich auch drüber beschwert bei den S7, als ich gehört habe, wieso kriegen die Amis den coolen Snapdragon, das Standardding. Und jetzt, nachdem man die Akkulaufzeiten verglichen hatte und von der Performance und alles war super, freue ich mich sehr darüber, dass es wieder den 8890 dann zu uns kommt. Weil von der Akkulaufzeit, von der Performance hat er mich beim S7 total überzeugt, dass ich sagen würde, kein Problem, das Ding rennt bestimmt auch mit dem Note 7. Genau, und dazu, wie du schon sagst, Akkulaufzeit ist auch gut, also da bin ich absolut bei dir. Es soll 4 GB RAM dazu geben, reicht meiner Meinung nach aus. Klar, nachdem jetzt OnePlus 6 GB verbaut hat, aber jetzt mal ganz ehrlich, ich glaube, dass auch 4 GB in einem Jahr, eineinhalb Jahren noch ausreichen dürften. So meine Meinung. Wo es noch kaum Infos gibt, irgendwie ist zum Thema Kamera. Also es gibt ja erste so Presse-Render, die geleakt sind. Und da sah es ziemlich flach aus, sage ich mal so, als würde nichts mehr hervorstehen. Das fände ich ganz cool. Aber ich glaube, da haben die vielleicht mit Photoshop ein bisschen geschummelt. Ja, ich glaube auch. Also wir haben ja beim S7, es ist jetzt nur noch so ein Mini-Stückchen. Ja. Können wir ja mal schnell. Du hast ja deins noch dabei. Wir haben das S7 hier. Es ist wirklich nicht mehr viel verglichen mit dem Vorgänger, also mit dem S6 und dem S6 Edge. Aber
es ist halt noch so ganz, mich stört es nicht. Nee, nö, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Vor allem, weil ich es auch, meine Angst, dass ich da irgendwie andere Geräte mit verschramme oder dass da mein Kratzer oder was auch immer, irgendwas da sehe oder dass ich irgendwo hängen bleibe oder sowas, hatte ich noch bei keinem Gerät, sodass ich sagen muss, nö. Und dieses Tippen auf dem Tisch, wo dann immer hin und her gewackelt wird, wenn die Leute dann mal sowas zeigen, mache ich auch nicht. Also nö. Es wäre optisch, sage ich ja, schöner, wenn es komplett im Gehäuse drin wäre. Aber ich habe da kein Problem mit, wenn es so gerade bei Samsung so ein Ticken raussteht. Ansonsten sind wir uns, glaube ich, beide einig, dass wir, wenn einfach die Kamera des S7 verbaut wird, sind wir absolut glücklich, weil es ist momentan einfach die beste auf dem Markt. Preis, ja, jetzt wird es wieder eklig. Es soll so bei 849 Euro losgehen. Luft nach oben gibt es natürlich dann mit mehr Speicher und was weiß ich was. Es soll diesmal so eine coole blaue Farbe geben. Ja, hat man auch schon auf diesem einen Presserender gesehen. Ansonsten schwarz, silber und gold noch. Also zumindest für Europa. Rosa kommt dann vielleicht irgendwann später noch. Oder erstmal nur in Asien, genau. Aber es soll erstmal kein weißes geben. Fuck, vielleicht verkauft sich's nicht. Finde ich aber ganz interessant, weil vor ein paar Jahren war ja weiß noch so total in. Dann kam Gold, dann kam Rose Gold. Und ja, ich finde persönlich dieses Silber absolut genial. Ich fände es cool, wenn sie das, ich glaube damals das Grüne wieder. So dieses, das wäre natürlich. Das war ja für viele der. Verstehe. Vielleicht, also da hatten die ja auch in der Produktion irgendwie Probleme. Vielleicht haben die das deshalb abgesägt, weil ich fand die Farbe auch echt geil. Es soll dann relativ zeitnah nach der Präsentation verfügbar sein. Wir haben so gehört, rechnet mal mit etwa 2 Wochen, sage ich mal. Ja, wie war das? 2. wird es vorgestellt, 3. fallen wahrscheinlich dann die ganzen ersten Ami-Tests, Embargos oder sowas, die jetzt, vor allem darf ich darüber nie drüber nachdenken, wahrscheinlich kennen Leute, sind da draußen Leute, die das Gerät schon haben, damit rumspielen und sonst was. Wir sind es jetzt ganz, wirklich leider nicht, sonst wären wir wahrscheinlich schon viel, ja. Und dann denke ich auch, 2 Wochen später wird es verkauft wahrscheinlich. Ja doch, ziemlich zügig, gerade bei Samsung, die sind das ja gewohnt mit den großen Mengen, die haben ja die Fertigungskapazitäten in-house. Es gibt da schon so viele Leaks, also eben weil es so viele Leaks gibt, ist es relativ wahrscheinlich. Aber das ist das Note 7, wie gesagt, werden wir definitiv testen und dazu, glaube ich, kann man ganz sicher sagen, werden definitiv hier auch noch Videos kommen. Ein sehr, sehr interessantes Smartphone und meiner Meinung nach definitiv so viel Potenzial, das Highlight der zweiten Jahreshälfte einfach so zu werden, glaube ich. Nicht das iPhone 7? Glaube ich ehrlich gesagt nicht, aber. Aber das ist ein anderes Thema. Das ist ein anderes Thema. Worüber wir auch noch sprechen wollen, beziehungsweise worüber das Technikfault hier noch sprechen möchte, ist Pokémon Go. Ich sag das schon mal gleich vorweg: Ich bekomme jeden Tag momentan so gefühlt 500 Kommentare, läuft auf dem Smartphone Pokémon Go und so weiter. Ich habe mir Pokémon Go angeschaut. Ich bin ja. Tatsächlich, also es gibt ja, momentan sagt ja irgendwie jeder, er ist mit Pokémon groß geworden, aber also ich habe tatsächlich, ich glaube von der roten, blauen, gelben Version alles bis vor, also irgendwann habe ich aufgehört, weil es einfach zu abgespaced wurde, sage ich mal, aber ich habe das wirklich geliebt. Muss aber sagen, jetzt bei Pokémon Go fehlt mir doch einiges. Also mich hat der Hype irgendwie noch nicht so gefangen, weil ich auch weiß, wenn ich mich da jetzt total drauf einlassen würde, wird vermutlich viel zu viel Zeit. Würdest du keine Videos mehr machen? Das könnte sein. Insofern, wieso ich das Ganze erzähle, ist, ich übergebe jetzt einfach mal an dich und du erzählst uns einfach mal, du bist auf Level 18 jetzt mittlerweile, oder? Ja, es ist jetzt nicht, das Blöde ist, ich bin echt gut gestartet. Ich hab auf das Spiel gewartet. Über Wochen war klar, dass es rauskommt. Als ich dann in Paris war, ist es dann international gestartet. Ich habe mir direkt die ausländischen Versionen gezogen, die APKs für Android oder halt mit dem Ami Apple Store, die Version fürs iPhone und direkt in Paris dann auch losgelegt. Als ich dann hier war, ist dann hier nochmal gestartet und es gibt bei uns in Düsseldorf eine Brücke und jetzt, egal zu welcher Uhrzeit, sitzen da 20 Leute treffen sich da und zu Stoßzeiten mitten in der Nacht kann man da auch noch 200 Leute treffen. Und zum Wochenende, es ist einfach Wahnsinn, was das für ein Hype gerade ist. Ich weiß auch, die einen können es spielen und die anderen können es langsam nicht mehr hören, weil es auch ein Thema ist, das wird überall aufgegriffen. Ich glaube, es gibt noch nicht mal, dass es noch nicht mal irgendwelche ZDF-Kochshows gibt, wo nicht auch schon über Pokémon Go-Tipps oder wir backen einen Pokémon-Kuchen. Das kommt bestimmt noch. Oder wahrscheinlich gibt es schon in Zeitschriften die Pokémon-Idee, dadurch, dass man rumläuft. Aber um den Bogen jetzt zu den Smartphones zu greifen, weil auch ich kriege das immer wieder gehört. Und mir ist bisher eigentlich kein Gerät der letzten Jahre untergekommen, wo es halt nicht drauf läuft. Oder wo ich dann sagen muss. Wieso sollte es auch nicht laufen? Es ist ja nicht besonders aufwendig, was ich so gesehen habe. Vor allem, ihr müsst euch auch immer denken, wir haben die Smartphones auch nicht mehr alle hier. Also
es bringt nicht unbedingt so viel, das immer zu schreiben, aber ich glaube, wenn wir jetzt die Prognose abliefern, wenn euer Smartphone nicht 3-4 Jahre alt ist oder 2 Jahre und damals vielleicht 200 Euro gekostet hat, dann wird es ziemlich sicher laufen. Ja. Ja, es läuft. Also mir ist auch nichts untergekommen. Natürlich ist es toll, wenn man ein Smartphone hat mit einem besseren Akkulaufzeit. Da muss man nicht so schnell, dann kann man auch ein paar Stunden zocken. Aber auch selbst die dicken, fetten Boliden, gerade wenn ihr damit rumlauft, im Hintergrund noch Musik habt, ganze Zeit das Display anhabt und nicht halt die Display-Aus-Funktion da arm runter oder sowas nutzt, dann kriegt ihr auch, egal welches Gerät, meistens in 3-4 Stunden ist das Ding leer. Deswegen nach wie vor, ich habe hier gerade noch mal so mit der beste Freund in letzter Zeit war der. Man munkelt, er schnallt sich den dann immer um den Gürtel. Nee, das ist so. Nein, das ist hier schon 20.000er. Der ist aber groß und unhandlich und schwer, aber ich weiß, warum ich auf den so stehe. Der hat einen USB-C-Port fürs MacBook. Also da kommt noch mal ein extra Bums raus. Und da sieht man halt die Leute gerade ohne Ende rumlaufen. Also auf jeden Fall von Pokémon, von der Smartphone-Seite, Powerbanken, Gerät der letzten Jahre und jeder kann loszocken. Tipps und Tricks gibt es da draußen, das müssen wir nicht alles machen. Gibt's, aber ich finde den Hype natürlich toll. Aber auch ich bin natürlich jemand, der Pokémon früher gezockt hat, vor allem auch die Serien damit groß geworden ist und es einfach schön findet, wie das jetzt noch mal reinkommt oder wie Nintendo jetzt da auch noch weitermacht, diese Mini-Konsole da auf den Markt. Ja, das fand ich auch cool. Ich habe noch eine richtige NES irgendwo rumstehen, die müsste man langsam rauskramen. Ich war tatsächlich zu jung, meine erste war der Nintendo 64. Nein, ich habe noch eine richtige NES, sogar mit 4 Controllern. Aber das ist dann auch so eine Sache mit dieser Mini-Konsole. Ich hab jetzt ruhigen Gewissens, brauche meine alte Konsole nicht nochmal rauszuholen oder dann sagen, oh, vielleicht geht sie dadurch kaputt, sondern kann jetzt durch dieses Minispiel dann in Zukunft auch zocken, was ich auch sehr schön finde. Aber gerade, dass du jetzt nicht Pocket zockst, ich kann dich trösten. Gerade für jemanden, der die Spiele früher gezockt hat, es fehlt was. Das Kampfsystem ist anders oder auch das... Ich habe so ein Video gesehen, wo so eine Arena eingenommen wurde und ich dachte mir einfach nur, was ist das? Also du kannst keine Attacken mehr auswählen oder irgendwie... Klickst wie behämmert drauf, weichst aus oder hältst gedrückt für die Sonderattacke und das war's. Oder auch, man baut so richtig leichte Zuneigung zu seinem Pokémon auf. Das Beste war bei der gelben Edition, wo dir Pikachu noch immer hinterhergelaufen ist. Ja, und das gibt es jetzt halt nicht. Vor allem, du weißt ganz genau, gerade beim Leveln, die ersten, ich glaube, unter Level 20 macht es so gut wie keiner, hochleveln. Aber du weißt ganz genau, du brauchst dich an die Viecher nicht groß zu binden, weil 2-3 Level später kriegst du ein neues. So, weil das fehlt halt einfach. Aber in Summe, es freut mich, dass der Hype wieder da ist. Viel kann man dazu nicht sagen. Also von den Geräten, was ich so als Tipp noch, letzter Tipp, weil ich viele Leute sehe, die laufen dann mit ihren iPads mit LTE rum. Das sind natürlich gerade richtige Pokémon-Maschinen. Ihr habt dann im LTE-iPad ein GPS-Modul, was ziemlich genau ist. Ihr habt einen dicken, fetten Akku und damit könnt ihr natürlich richtig lange zocken. Also nur mal so als kleiner Randtipp noch. Natürlich läuft es auf den Smartphones auch, aber auf dem großen Gerät, auf dem Tablet, gerade auf dem iPad mit der Akkulaufzeit, das ist nochmal was, da sehe ich auch immer mehr Leute mit rumlaufen. Ich stelle mir so vor, Ash Ketchum früher, wie mit einem iPad so einem fetten Ding über irgendwie rumgelaufen wäre. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Eine Sache weiß ich noch. Bei mir ist es immer so, wenn ich irgendwo rumlaufe, Ich sehe Leute mit dem Smartphone, ich versuche immer rauszufinden, welches Gerät ist das oder was. Ne? Mich interessiert nicht, was sie darauf machen oder was, aber mich interessiert einfach nur, was für ein Gerät ist es, welches Modell. Du guckst einfach rein in Neugierde oder es geht inzwischen, ich sag mal, automatisch. So, aber in den letzten Wochen, ich versuche nicht mehr rauszufinden, welches Gerät es ist, sondern ich gucke nur, spielt der Pokémon oder nicht. Ja. Naja, also wie gesagt, wir wollten dazu einfach auch ein paar Worte erzählen, weil wir auch extrem häufig dazu gefragt werden. Das haben wir damit getan. Ist auf jeden Fall, also versteht mich nicht falsch, ich habe absolut nichts dagegen. Ich bin keiner von den Menschen, die dann sagen, überall liest du nur noch davon, so jedem das Seine. Aber mich hat es irgendwie noch nicht so richtig gecatcht, sage ich jetzt einmal mal. Aber was auch noch ganz interessant werden könnte, man munkelt, das Technik-Falti und ich, wir treffen uns bald vor dem Eiffelturm. Ja, ich war ja letztens zur WM, zur EM in Paris und das war so romantisch, dass ich mir gedacht habe, das möchte ich unbedingt mit dem Franz auch erleben. Und deswegen werden wir im August nach Paris fahren und da zwei romantische Tage verleben. Nein, Spaß beiseite. Die Huawei-Tochter Honor lädt wieder zum nächsten Smartphone-Launch ein. Und während wir das Honor 6 Plus in Düsseldorf, das Honor 7 in London und das Honor 5X in München hatten,
gibt es jetzt das Honor 8 in Paris. Da werden wir uns vor Ort sein, das werden wir uns das Gerät angucken, natürlich auch direkt dann davon berichten und euch mit Videos verwöhnen. Und ja, von den Specs, es ist ein bisschen unspektakulär, weil das Gerät wurde ja eigentlich schon in Asien vorgestellt. In eine Woche, bevor es in Europa, also für Europa in Paris vorgestellt wird, wird es in Amerika für die Amis vorgestellt. Sie machen es halt scheibchenweise. Ne? Ist wahrscheinlich auch besser für die ein bisschen zu handeln, zu planen, kleinere Grüppchen, als wenn die ein großes Weltevent ja machen. Erster Eindruck kommt eigentlich ganz positiv rüber, wobei viele sagen, es ist ja im Endeffekt nur ein P9. Ja, also damit glaube ich, brauchen wir auch gar nicht zu viel spoilern, weil das fasst schon ganz gut zusammen. Also technisch ist es ein P9. Ich finde allerdings das Gehäuse ganz interessant, weil anders als bei den ganzen anderen, also ich glaube, es ist das erste Honor Smartphone überhaupt. Es hat natürlich einen Metallrahmen, aber wir haben Vorder- und Rückseite aus Glas. Und ich finde, es wirkt auch deutlich graziler und dünner als die älteren Honor Smartphones. Also jetzt zum Beispiel so ein Honor 7. Also designtechnisch, vor allem mit diesem Blau, was da geleakt ist, gefällt es mir echt ganz gut. Ja, finde ich auch. Also ich finde es optisch sehr ansprechend. Wobei finde ich es auch sehr interessant, bei den P9s, also bei Huawei direkt, da gibt es die Kooperation mit Doppelkamera und Leica-Fett drauf. Und jetzt bei der Tochtermarke gibt es, wenn man den Bildern trauen, ne, gibt es die zwei Kameras, aber da steht da nichts von Leica daneben. Da hatte man vielleicht keine Marketingkohle mehr, um da Leica drauf zu schreiben. Ich weiß es nicht. Ich kann mir natürlich vorstellen, dass ja, aber ich sag mal so, ist natürlich, ne, dass die Großen den Like vom Leica-Namen profitieren und die Kleineren jetzt nicht. Ich bin mal sehr gespannt. Ich freue mich sehr darauf, das Honor 8 dann mit einem P9 zu vergleichen bei den Kameras. Sehr drauf. Ich mich auf jeden Fall an. Das waren alle meine Themen, die ich mir irgendwie aufgeschrieben habe. Gibt es noch irgendwas, was du erzählen willst? Ganz BlackBerry. BlackBerrys zweites Android-Smartphone ist geleakt oder so halb angekündigt worden. Da kann man wirklich nicht so viel zu sagen. Schaut euch das Alcatel Idol 4 an. Genau, also es ist ein Idol 4 mit BlackBerry-Funktionen noch drauf. Es wird dann natürlich Android haben, die BlackBerry-Funktionen obendrauf. Aber was man bisher so von der Hardware gelesen hat, 617 Snapdragon, 3 GB RAM, das hält sich alles sehr in normalen Grenzen. Das ist halt interessant, weil das Idol 4 kostet um die 300 Euro. Aber das wird das BlackBerry, ich kann den Namen nicht mal aussprechen, weil es hat irgendwie REGT5. Genau. Wer hat sich den Namen überlegt? Aber das wird sicher mehr kosten und das macht es halt dann wieder hardware-technisch total uninteressant. Es sei denn, man braucht diese irgendwelche BlackBerry-Mehrwertfunktionen. Oder es, wahrscheinlich richten sie es wieder. Nicht mal die Fans merken. Also ich glaube, das Ding wird ein totaler Reinfall. Vor allem das Schlimme ist, ich würde ja BlackBerry wirklich die Däumchen drücken. Und vor allem, ich finde, die hätten diese Android-Schiene schon vor 2 Jahren fahren müssen. Oder vor 5 am besten. Zusätzlich noch vernünftige Business-Kunden-Integration mit zusätzlichem BlackBerry-Security, sonst was Zeugs. Aber damit wird es ein bisschen schwer. Und vor allem, wenn ich die Preise höre, ich habe jetzt was von 400 US-Dollar gehört, das heißt bei uns wahrscheinlich dann nicht unter 500 Euro. Und das für so ein Gerät, also da muss dann wirklich Hardcore-BlackBerry-Fans da sein oder irgendwelche super Sonder-BlackBerry-Funktionen müssen auf dem Gerät laufen, damit das was wird, meiner Meinung nach. So, und ansonsten haben wir eigentlich bis jetzt einen ruhigen Sommer verlebt. Ja, aber wie gesagt, da schließe ich mich absolut an zu dem, was du zu dem BlackBerry mit dem komischen Namen zu sagen hast. Damit würde ich sagen, schließen wir jetzt diese Folge auch schon ab. Wie gesagt, jetzt ist dann erstmal ein paar Tage, ist es etwas ruhiger, aber dann kommt auch schon das Galaxy Note 7, dann kommt das Honor 8 und dann kommt die IFA. Ja, und IFA, wow. Das wird stressig. Ist der Sommer vorbei. In diesem Sinne beschließen wir das Ganze. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir sagen natürlich wie immer vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Tschüss.